RoboHard. Hallo und herzlich willkommen bei RoboHard. Heute schauen wir uns zusammen Microsoft Power Automate Desktop an. Und dazu starte ich es einfach mal. Los geht's. Ja, so sieht's aus, wenn es gestartet ist. Was haben wir hier? Eigentlich erstmal nicht viel. Hier kann man einen neuen Flow generieren. Hier kann man auch einen neuen Flow generieren. Hier kann man die Umgebung wechseln. Hilfe. Hier kann man nach Flows suchen. Macht erst natürlich Sinn, wenn man mehrere hat. Ich habe noch keine. Also legen wir erstmal einen an. Neuer Flow. Dem geben wir einen Namen. Mal wieder Test. Das geht ja immer. Erstellen. Okay. Das ist immer noch der gleiche Screen. Da ist jetzt ein neuer Flow hinzugekommen. Und hier sehe ich schon in meinem auf meinem anderen Monitor wird schon was geöffnet. Das schiebe ich mal gerade rüber. So. Und so sieht es dann wohl aus, wenn man mit Power Automate Desktop arbeiten möchte. Gehen wir mal im Detail durch. Was haben wir hier? Okay, Datei, Speichern, Beenden, Bearbeiten. Ja, kommen wir später bestimmt noch dazu. Debuggen, das ist schon mal ganz gut. Tools, es gibt sogar Recorder hier, auch top. Es gibt Browser-Erweiterung. Ansicht. Hilfe, da geht es zur Dokumentation. Man sieht hier, in welcher Umgebung ich nochmal bin. Okay. Hier auf der linken Seite haben wir Aktionen. In anderen Programmen auch mal Activities genannt. Und da ist schon einiges dabei, wenn ich mir das anschaue. Da bin ich gespannt. So, was haben wir noch? Speichern. Hier kann man speichern, ausführen, beenden, nächste Aktion. Hier haben wir wieder die Recorder. Hier haben wir Main, also den Main Flow. Das Designfenster für den Mainflow. Dann hier haben wir Subflows. Da können wir neue Subflows generieren. Genau. Neuer Subflow hinzufügen. Cool. Was haben wir hier? Hier kann man innerhalb vom Flow nochmal suchen. Hier sieht man Variablen. Und hier kann man auch ein- und Ausgabevariablen definieren. Hier sieht man Flow-Variablen. Das Ganze kann man auch komprimieren, wenn man möchte. Und was haben wir hier? Ach, das ist okay. Das ist nur, um das ein- und auszuklappen. UI-Elemente. Okay, das ist so eine Library, die man sich anlegen kann für seine UI-Elemente. Das sieht ja sehr interessant aus. Kann man hier unten hinzufügen. Noch ein Bildschirm hinzufügen. Und das Ganze geht auch mit Bildern. Da kann man auch neue Ordner hinzufügen. Könnte man das hier auch? Nee. Nur hier. Okay. Bild erfassen. Bild mit Verzögerung erfassen. Cool, das sieht ja interessant aus. Habe ich noch was vergessen? Status bereit. Klingt immer ganz gut. 0 ausgewählte Aktion. 0 Aktion. 1 Subflow. Ah, dann zählt der hier auch schon als Subflow. Und Verzögerung. Ah, da kann man die Verzögerung einstellen. Wohl zwischen den Schritten. Sieht auch gut aus. Gut, dann haben wir es soweit ja erstmal durch. Dann lasst uns mal noch was Kleines machen. Und zwar interessiert uns ja, denke ich mal, hauptsächlich UI-Automatisierung. Dann schauen wir auch mal. Die hätten wir hier. Was haben wir hier? Ausfüllen von Formularen. Textfeld, dann muss ich das mal ein bisschen größer machen. Textfeld in Fenster fokussieren. Textfeld in Fenster ausfüllen. Datenextraktion, das klingt interessant. Fenster abrufen, fokussieren, Fenster schließen. Desktop verwenden, das müssen wir uns im Detail später mal alles anschauen. Was mich jetzt erstmal noch interessieren würde, wenn ich hier versuche UI-Elemente anzulegen. Wie sieht das aus? Also UI-Element hinzufügen, dann machen wir erstmal einen Bildschirm hinzu. Okay, wie funktioniert das jetzt? Ah, da kommt so ein Rahmen. Und dann muss ich Steuerung gedrückt halten und dann kann ich das recorden. Gut, jetzt brauche ich noch eine gute Anwendung. Klassisch würde ich mal den Rechner, den Windows-Rechner nehmen. Schauen wir mal rein. Ah, okay, da ist er schon. Und dann sieht man, hier ist der Frame, der folgt dem Ganzen auch. Und wenn ich jetzt Steuerung drücke und Mausklick mache und dann nimmt er den Bildschirm mit. Der Ausschnitt ist noch ein bisschen unglücklich gewählt. Aber ansonsten, wenn nachher alles funktioniert,
Schauen wir uns das mal genauer an. So, machen wir mal noch ein UI-Element hinzu. Und zwar rechnen wir doch gleich mal was. Mal 4 plus 9 und das Plus und das gleich. Und nachher zum Auslesen holen wir uns noch dieses Ausgabefeld. So, fertig. Und jetzt müsste ich ja, bin ich ein bisschen irritiert von dieser Ansicht hier. Muss mal schauen, ist das hier noch? Sortieren, okay, nee, das möchte ich nicht. Das hier können natürlich auch nur die Bugfehler sein. Machen wir hier nur klein und groß. Nö. Okay, dann probieren wir einfach mal was aus. UI-Automatisierung, was haben wir da? Da müsste es ja auch irgendwas geben mit Klick auf UI-Element Fenster klicken. Das nehmen wir uns mal. Okay, funktioniert schon mal nicht. Weiß nicht genau, was das jetzt sein sollte. Machen wir einfach mal nochmal zu. Könnte auch mal das Bild hier sein. So, nochmal. Auf UI-Element in Fenster klicken. So, das ziehen wir uns mal hier rüber. Okay, dann wähle ich hier mein UI-Element. Da werden sie auch schon aufgeführt. Und dann sage ich, ja, 4 wollte ich sagen. Auswählen. Klick mit linker Maustaste. Ja. Kann man noch andere Aktionen wählen mit der Maus. Okay. Das gibt es bei erweitert. Da kann man auswählen, wo er hinklicken soll innerhalb dieses Elements. Wir lassen mal hier zentral das Ganze und speichern. Gut, das Ganze machen wir jetzt noch für das Pluszeichen. Plus. Nichts mehr zu ändern. UI-Element. Was haben wir noch? 9 haben wir gesagt. Auswählen. Speichern. Schönes Baukastenprinzip. Und das Ganze dann gleich. Auswählen. Klicke. Ja, da wollte ich nichts verändern, habe ich gesagt. Und dann müsste das Ergebnis hier angezeigt werden im Rechner. Und dann lasse ich mir das mal auslesen. Jetzt ist die Frage, wie nennt sich diese Funktion hier? Müsste ja auch hier drunter sein. Datenextraktion hört sich gut an. Details von Fenster. Nein. Nein. Daten aus Fenster extrahieren. Nehmen wir mal das. Wir spielen einfach mal ein bisschen rum. So, Fenster. Ich möchte das hier ausgelesen haben. Auswählen. Spreadsheet möchte ich nicht. Eine Variable, genau. Data from Window. Die Variable wird erzeugt. Ja, möchten wir auch erzeugt lassen. Okay, speichern. Und jetzt müsst ihr die Variable schon hier auftauchen. Ja, da ist sie. Und jetzt ist natürlich die Frage, allgemeiner Wert. Okay. Das ist also keine spezielle Variable, sondern eine allgemeine Variable. Gut. Und jetzt wollen wir uns das Ganze noch anzeigen lassen. Das wird wahrscheinlich nicht hier gehen. Wo könnte das denn funktionieren? Wir können natürlich mal klassisch versuchen hier MSG-Box. Also hängt ein bisschen. Gut, das war schon mal nix. Was könnten wir noch machen? Notification. Ah, ist ja Deutsch. Das ist wahrscheinlich lustig übersetzt. Oder wir schauen mal, was es noch für Kategorien gibt. Ist vielleicht in dem Fall ein bisschen schneller. So. Jetzt hängt mein System ein bisschen. Jetzt geht's wieder. So, Flow-Steuerung. Nein, will ich jetzt mal nicht sagen. Dienste. Nö, nö, nö. Datetime, Text, Nachrichtenfelder. Das klingt gut. Nachricht anzeigen. Jawohl. Titel. Machen wir auch mal Test. Muss man ein Anführungszeichen setzen oder nicht, ist hier die Frage. Da kann ich nur die Variable auswählen. Upsa, Klick zugemacht aus Versehen. Und Nachricht. Da müsste ich die Variable ja mal ausgeben. Okay, dann nehmen wir die mal.
Data from Window. Symbol. Ah, okay. Dann machen wir kein. Obwohl, Informationen. Dann sehen wir ein bisschen was. Und Button brauchen wir eigentlich nur okay. Erste Schaltfläche, es gibt nur eine. Nachrichten immer oben halten. Ja, können wir machen. Nachrichten automatisch schließen. Ne, wollen wir nicht. Erzeugte Variable. Wenn man auf den OK-Button drückt, brauchen wir nicht. Können wir die wegmachen? Ja, gut, das sieht doch gut aus. Okay, speichern. Und der große Moment kommt jetzt. Wir klicken Ausführen. Und gespannt, wir sind gespannt, was passiert. Nichts passiert. Ist das gut oder ist das schlecht? Vielleicht muss ich auch den Rechner in den Vordergrund holen. Ah ne, da passiert was. 13. Und er meldet mir hier auf dem anderen Bildschirm 13. Das hat ja mal super geklappt. Und das würde ich sagen, ist auch erstmal das Ende dieses Videos. In den weiteren Videos beschäftigen wir uns dann im Detail mit den einzelnen Aktionen. Da wird es richtig interessant. Und vielleicht auch mehr mit der UI Library. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.